Leute, in meinem heutigen Video habe ich wieder einen Food Diary für euch. Ich habe euch ja schon mal von der Zeit so ein Food Diary, was ich also gegessen habe, so mit gesunder Ernährung. Und heute möchte ich das ein bisschen anders machen. Und zwar habe ich einfach jetzt nicht so spezifisch gefilmt, dass ich jetzt nur was Gesundes gegessen habe, sondern einfach so das, was ich in den letzten, ja, 2-3 Wochen einfach so zwischendurch immer hatte, wo ich dann mal so die Kamera kurz drauf gehalten habe. Und ich hoffe, es gefällt euch. Es ist was anderes als das letzte Mal. Das Video vom letzten Mal verlinke ich euch einmal hier. Und in der Infobox ist es auch nochmal. Also, ja, wenn es euch interessiert, könnt ihr mal gucken. Also, das ist ein bisschen so mit gesunder Ernährung, so ein bisschen daraus aufgerichtet. Natürlich nicht alles super gesund, aber ja, anders als jetzt dieses Food Diary. Also, dieses Food Diary ist wirklich das, was ich esse und nicht, worauf ich jetzt besonders achte. Zu essen. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Zugucken. Genießt es und vielleicht sind ja ein paar Inspirationen dabei. Ich weiß, das sieht ein bisschen ekelhaft aus, aber das schmeckt so lecker. Und zwar ist es ja so ein Haferbrei hier unten. Also es ist einfach ein Glas Wasser mit einem Glas Milch und einem Glas Haferflocken, also so gemahlene eher, so feinere, dann einmal kurz abgekocht, dann abgekühlt und dann wurde das schon so eine Masse. Und dann habe ich dann noch eine Banane püriert und dann runtergehoben. Und das hier oben, das ist Birnenmus. Ich hatte keinen Apfelmus und wollte mal was anderes probieren. Deswegen habe ich da ja, eine Birne püriert mit ein bisschen heißem Wasser. Dann war es so ein Brei. Und es sieht ein bisschen aus wie Babyessen, aber es schmeckt wirklich total lecker. Und dann habe ich noch ein bisschen Zimt drauf gemacht. Und ja, das esse ich jetzt. Das ist mein Abendessen. Und zwar habe ich heute gedacht, ich dippe mal was. Und so habe ich hier Paprika, hier habe ich Möhren, hier habe ich Tomaten, das sind Cherry, das ist glaube ich Roma oder so, das ist Gurke. Und dann habe ich hier noch meinen ja, Kräuter-Paprika-Dip. Und ja, dann werde ich jetzt das versuchen aufzuessen. Ich habe mir aus Versehen ein bisschen zu viel gemacht. Ansonsten, ja, gebe ich die Reste an meine Familie weiter. Aber naja, mal gucken, ob ich das alles schaffe. Heute gibt es bei mir Nudeln und zwar so ein bisschen asiatisch angehaucht. Das hat meine Mama gekocht, deswegen weiß sie jetzt nicht genau, was da jetzt alles so dran ist. Auf jeden Fall, ja, wie ihr seht, Salat, dann ist hier Paprika drin und das Ganze hat dann, also ist dann in so einem Sud, also es hat so ein Sud, so ein Fischsud drüber gegossen worden. Und ja, mehr weiß ich auch nicht, halt Gewürze und so, alles ein bisschen asiatisch angehaucht. Und dann habe ich hier noch eine Mandarine. Ich liebe Mandarinen einfach so in der Herbstzeit und ja, das esse ich jetzt. Ja, heute gibt es bei mir Pizzabrot mit Tomaten. Und zwar ist es vom Italiener. Also das Pizzabrot haben wir beim Italiener bestellt und dann einfach noch ein paar Tomaten drauf gemacht mit Basilikum und Schafskäse und Gewürzen. Und schmeckt auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Ich weiß leider nicht, wie das hier gemacht wird. Aber ich kann euch sagen, probiert es mal aus, wenn ihr euer Italiener das auch hat. Das schmeckt auf jeden Fall richtig lecker und ja, guten Appetit. Wer mein erstes Food Diary gesehen hat, müsste das jetzt eigentlich kennen. Und zwar ist das mein Morgenmüsli, nenne ich es immer. Das ist einfach ein Apfel, einen halben Apfel, eine Banane. Dann ist da drin ein bisschen Früchtemüsli, so ein Knuspermüsli, Joghurt und ein bisschen Milch. Und weil das jetzt so die Winter-Herbst-Edition ist, ich habe ja sonst immer im Frühling noch oder im Sommer Erdbeeren und Blaubeeren drin gehabt, aber das geht jetzt ja nicht mehr, dann habe ich einfach ein bisschen Zimt dazu getan. Und das ist jetzt sozusagen die Winter-Edition. Und dazu esse ich dann noch Lebkuchen. Ich habe Lebkuchen eigentlich früher immer gehasst, aber jetzt mag ich ihn richtig, richtig gerne. Und ich dachte mir so, ja, zum Frühstück, warum nicht? Und dazu noch ein Tee, das ist der Kirsch-Joghurt-Tee. Ja, und den trinke ich wirklich sehr gerne, der riecht wirklich total gut. Und das ist mein heutiges Frühstück. Das ist mein heutiges Mittagessen und zwar sind das Spaghetti mit selbstgemachtem Pesto und mit Tomaten, also so kleinen Cherry-Tomaten, mit Olivenöl und ein bisschen Gewürzen. Und dann habe ich noch Parmesan oben drauf und das esse ich echt gerne und ja, freue ich mich jetzt schon drauf. Das esse ich heute und zwar sind das, ja, wie ihr auch vielleicht schon von meinem ersten Food Diary kennt, Wraps. Also einfach, wie ich das sonst auch immer gemacht habe, mit einer Soße, dann Salat, Tomaten, Paprika, Gurken und so ein bisschen Mozzarella und Käse rein. Dann kommt das in den Backofen für eine kurze Zeit, dann wird es ein bisschen wärmer und habe ich noch Käse ein bisschen oben drauf getan, weil ich noch was über hatte. Und ja, das esse ich jetzt.
Heute esse ich Rosmarinkartoffeln. Und zwar sind das diese hier. Ich habe dazu einfach so Kartoffeln geschält und dann einfach so in Scheiben geschnitten, dann in Olivenöl angebraten, dann noch so Salz, Pfeffer und Rosmarin dazugegeben und ja, noch ein bisschen Thymian und Oregano. Und ja, das esse ich. Und dann habe ich hier noch einmal so einen Dip gemacht. Das ist einfach so ein Joghurt mit Frischkäse und Quark zusammengemischt, dann mit so Kräutern drin, frischen Kräutern. Und ja, mit ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das sind so ein bisschen rote Pünktchen, das ist Paprikapulver. Und ja, das ist da noch drin. Und dann habe ich noch zum Nachtisch einen Joghurt, das ist ein Sahne-Kefir mit, was ist denn da drin? Mango-Orange. Ja, das ist mein heutiges Essen. Heute Morgen habe ich mich wieder für mein Porridge entschieden. Allerdings habe ich das diesmal ein bisschen anders gemacht. Und zwar habe ich in das Wasser, man muss ja eine Tasse Wasser, eine Tasse Milch und eine Tasse Haferflocken aufkochen lassen. Und ich habe schon mal in das Wasser Honig aufgelöst, einen Essteelöffel, also je nachdem wie viel ihr macht. Und dann habe ich da noch ein bisschen Zimt reingemacht und dann habe ich da schon aufgekocht und das ist auf jeden Fall besser geworden. Und dann habe ich da noch Bananen untergerührt und jetzt oben noch Äpfel und Bananen drauf gestreut. Und das ist jetzt sozusagen eine andere Option von Porridge, aber ich finde, es schmeckt richtig, richtig gut. Und ich mag so die Kombination aus so kalten Früchten und warm, also so diesem warmen Porridge. Das ist mein heutiges Mittagessen und ich finde, das sieht richtig lecker aus und es schmeckt auch so. Das sind einfach mal Nudeln. Mit so einer Soße, das ist hier einmal Aubergine, dann ist da drin, also einfach eine Tomatensoße, dann ist da drin Mozzarella geschmolzen und halt Gewürze und Tomatenstückchen sind da auch noch drin und ich finde, das schmeckt einfach richtig, richtig lecker, aber ich mag das total gern. Das ist, glaube ich, Al Verdure, das ist aus einem Kochbuch und ich finde das so lecker und ich mag das echt, echt richtig gern. Und wenn ich Nudeln esse, dann esse ich sie mit am liebsten so. Ja, das war's mit den Gerichten, die ich gegessen habe. Also ich finde, da war eigentlich auch schon was ganz Gutes dabei. Ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr irgendwas davon jetzt so gesehen habt, dass ihr unbedingt mal von mir so ein Essensvideo haben möchtet, so ein Tutorial dazu. Zum Beispiel zu dem Porridge, den ich immer gegessen habe. Und das würde mich wirklich sehr freuen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video, das dann auch wieder mit Beauty, Fashion, Lifestyle zu tun hat. Und dann würde ich sagen, tschüssi!